in einem schäbigen Keller mit zwei Räumen und einer Treppe, einem kaputten, notdürftig verrammelten Fenster, wartend auf die Windhose, auf den Vortex, auf die Helix, auf den Strudel und auf die Vertikale, die sich dem Haus näherte, als Begegnung, als tiefster Wunsch der Begegnung mit dem Vertikalstrudel. Nachdem ich vorhin im Wetterbericht gelesen hatte von diesen Stürmen vor Großbritannien oder über dem Atlantik bis zu 200 Stundenkilometer Windgeschwindigkeiten beim Aufwachen dann nur mäßige Böen, die die meisten veranlasst haben, ihre Sonnenschirme einzupacken, bis auf ein paar unverbesserliche